Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute gegen das Team of the Week, gegen Brady Tkachuk. Die Mannschaft sollten wir vielleicht nochmal anschauen, bevor wir ein Spiel starten, oder? Sind wir wieder ein bisschen überschnell heute. Gestern lief es mit unserem gedrafteten Team nicht so. Heute schauen wir mal, wie es mit unserem eigenen Team läuft. Point, O'Reilly, Atkinson, Hintz, Brown, Tkachuk, Pallard, Stevenson, Dadonov, Kästner, Kemper, Zahr, Verteidigung, Falk, Doughty, Fabro, Chytron, Langlois und Alatalo. Im Tor Mike Smith und Patrick Bartosek. Ist keine schlechte Mannschaft. Aber ich glaube, dass die letzten Teams, gegen die wir gespielt haben, dann doch auch deutlich stärker waren. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch dieses Spiel erstmal gewinnen. Und das versuchen wir heute jetzt einfach mal. Später kommt natürlich dann noch die Online-Session für die Woche. Ab nächster Woche geht dann noch ein bisschen was anderes los, aber da muss man schauen, wie ich das noch umsetze. Das ist nämlich noch nicht ganz so in Stein gemeißelt. So, NHL 3s. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier was Gescheites rauskriegen. Tampa Bay Lightning. Amalie Arena. Die Vince Lombardi Trophy sowie der Stanley Cup hausieren aktuell noch in Tampa. Vielleicht ändert sich das zum Ende des Jahres. Zumindest wenn Tampa in der NHL nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Justin Falk gegen Dreisaitl. Dreisaitl setzt da gleich mal gut nach. O'Reilly gegen Karlsson. Das war schlecht. Anunen und Lasser. Crosby. Jetzt mit Tempo vielleicht mal. Sidney Crosby. An Tempo an allen. An Freund und Feind vorbei. 1-0. Steven Stamkos schön gespielt. Gerade mal 2,5 Minuten in dieses Drittel rein. Erstes Tor, San Diego. Oh, das ist schön! Aber Zuccarello macht es das 2-0 nicht. Lemieux. Stark, Zuccarello, Gretzky lässt durch. Zuccarello kann wieder nicht verwerten. O'Reilly. Atkinson, Zuccarello. Jetzt wird Tempo vielleicht mal. Mats, Zuccarello. Gretzky. Atkinson mit dabei. Gretzky. Oh. Lemieux. Geht hinterher. Falk. Oh, Lemieux hätte ihn da fast nochmal gekriegt. O'Reilly. Atkinson. Atkinson. Zweimal, dreimal. Kleffbohm. Und Gretzky. Schön gespielt. Jetzt da Zuccarello. Dritter Versuch. 2-0. Geht doch. Vartanen, das war nicht gut, das war nicht gut. War sich da zu sicher, dass er die Scheibe da schon hat. Vartanen fängt sie wieder ab und jetzt kommt er da. Sammy Vartanen, die 45. Vartanen, Barkov kommt nicht hin. Laini ist da nicht weiter mitgegangen, das ist schade. Und das ist Justus Anunen. Der Torhüter, der Finne, schon einige Spiele bei uns. Ähnlich stark wie Mackenzie Blackwood letztes Jahr, aber unfassbar. Das war eine Wand, Mackenzie Blackwood letztes Jahr. War einfach eine Wand. Parisi außenrum, vorbei Parisi in den Fanghandschuh von Smith. Der Schuss war nicht gut genug. Das ist auch schon, gehen da erstmal zwei raus? Nee. Udodi. Liegt ab für Rasmus Dahlin. Der Schwede mit einem guten Schuss. Dadonov kriegt die Scheibe vorbei an Crosby und Stamkos. Doughty, Stevenson, Andrei Pallard. Und Anunen macht die Beine zu. Wichtig. Tscheche kam da gut durch. Das hätte gefährlich werden können.
geblockt. Kommt nochmal vorbei, Kästner. Stark und raus hinten. Oh, direkt verloren. Wieder die Scheibe. Jetzt schwimmen wir hinten ein bisschen. Kästner. Dowdy wollte mithelfen mit dem Block. Tut er auch. Crosby kommt am Verteidiger nicht vorbei. Steven Stamkos jedoch schon. Zumindest kurzfristig oder auf kurze Dauer. Wenn er die Scheibe wieder verliert. Schalt schon gegen Crosby. Tickerchuck. Kriegt erstmal einen von Leine mit. Clefboom. Dowdy. Und Patrick Laine schmeißt die Scheibe zu Gaborik. Marion Gaborik. Dowdy wieder auf Clefboom. Abgefälscht. Barkov. Nee. Gut gedacht, aber nee. Da hätte der Schuss schon ein bisschen besser kommen müssen. Gut verteidigt von Clefboom. Gaborik kann die Scheibe mitnehmen. Hat mehr Tempo als der Verteidiger. Marion Gaborik. Und dann kommt da noch ein zweiter Verteidiger hinzu. Gaborik 3-0. Ist egal. Gretzky nimmt die Scheibe ab. Nimmt die Scheibe auf. Gibt sie schnell wieder ab. Und Gaborik im zweiten Pfosten komplett frei. Zack. Ohne Probleme. Fork Pallard. Nunen. Raus, jawohl. Gretzky. Schön. Schön verarscht. Oh, schade. Oh, Lemieux blockt da doppelt. Larsen, Zuccarello. Ekman Larsen, Mats Zuccarello. So einfach. Es ist so einfach. Wenn der Gegner eh schon auseinanderfällt, ist es so einfach. Schade. Das ist es doch gewesen. Noch einer hinterher. Das ist fast noch einer hinterher. Damit sehr ruhigen Händen die Schale festgehalten. 4-0 steht es nach dem ersten Drittel bei 9-6 Torschüssen. Deutlich ist eine Sache. Mike Smith darf raus nach dem ersten Drittel. Aber es kommt auch nicht viel vom Gegner. Weder über Tempo noch über andere Wege. Dreiseitel, schade. Crosby wollte in letzter Sekunde noch abspielen. Hat er zwar auch gemacht, hat nur nicht ganz so funktioniert, wie sich es vorgestellt hat. Brady on Point, O'Reilly und das war Ekman Larsson. Stamkos, Crosby, Dreiseitel, ah, was die Scheibe. Justin Falk, O'Reilly. Oh oh. O'Reilly. Dreiseitel, Karlsson, Konter. Bei Seitler hat er, glaube ich, nur gesehen, dass Carlsen mit dabei wäre als Passoption. Ist aber selber nicht weiter mitgegangen. Clefboom, jetzt der nächste Verteidiger vorne mit drinnen. Und der Pass ist besser auf Crosby 5-0. Die Kings im Torrausch. Zuccarello. 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 Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt noch geklappt hätte. Oh, starker Check. Hat er da schon mit dem Pass gemunkelt. Haben wir dann doch in letzter Sekunde für den Schuss entschieden. Gretzky gewinnt das Face-Off nicht. Hinz kommt raus hinten. Brady Tkachuk. Stark, Gretzky, Hinz und Vatanen und wieder der Konter. Wieder einfach die Abwehr überlaufen. Lemieux. Dahlin. Dahlin. Bartosak.
die Scheibe aber gleich wieder frei, zum Glück. So, Icing dann. Gibt kein Icing. Komische Entscheidung. Patrick Laine. Ah, er ist zu langsam. Patrick Laine hat zwar immer noch einen klasse Schuss, ja. Aber langsam ist auch das Tempo ein Faktor, das man beachtet, oder den man beachten muss. Und da kommt im Moment nicht mehr ganz so mit, der Finne. Der Donov. Ahnungen. Und da sind wieder Patrick Laine. Klar, super Passgeber, super Abschluss eigentlich. Den hätte man schon besser machen können. Bin ja sehr gespannt auf die PS5-Version des nächsten NHL-Spiels. Boah, Marion Gaborik. Wartet da ewig lange, weil da gar niemand ist, dass er auch wirklich hundertprozentig machen kann. Halleluja. Die letzten zwei Jahre hat schon im Team. Entwickelt sich ja langsam fast zum nächsten Jerome Ginla. Die, die es nicht wissen, Ginla jahrelang bei mir fester Bestandteil in der Mannschaft gewesen. Einige schöne Tore, wichtige Tore für uns gemacht. Und Ahnungen. Grüße, Ekman Larsson. Stamkos, Ekman Larsson. Oh, kriegt die Scheibe nicht weiter zu Crosby. Wäre ein schöner Move gewesen. Und Ahnungen, Campbell, Carlson. Und jetzt Konter. Erik Karlsson. Patrick Laine außen rum. Dann ist aber da zum langen Eck nicht genug Platz. Braden Point. Oh, schon. Laine. Oh, Barkov, ja, da kam leider noch ein Verteidiger in letzter Sekunde, den nur ein bisschen im Weg umgegangen ist. Carlson, Parisi. Ja, man merkt, eine Seite schaltet ein wenig ab. Ein bisschen zurück, ein bisschen ruhiger. Nur zwei weitere Tore in diesem Drittel geschossen bisher. Jetzt hat man Powerplay. Boah, starker hier. Crosby hätte auf der Seite bleiben müssen. Dann wäre es, glaube ich, relativ interessant geworden. Tukacuk. Brown. Stamkos. Stark, 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 stark. Und Drew Doughty fängt die Scheibe ab vor drei Seiten. Jetzt ist da offen. Da ist Polen jetzt richtig offen. Clefbaum, Dante Fabro. Altalo. Und jetzt gibt es zwei Minuten für Leon Dreiseitel. Kann man geben. Definitiv. Gretzky gibt das Face-Off nicht. Boah, knapp vorbei am Tor. Clefbaum, schaut schon. Dante Fabro und wieder Ahnungen. Powerplay jetzt fürs Team of the Week. 1 Minute 45 Sekunden. Lille verliert die Scheibe leider. Wird dabei bleiben. Und dann wird in Unterzahl ins nächste Drittel reinstarten. Zu 0 nach 40 Minuten.
Boah, der war nicht ungefährlich. Fliegt das schön vorm Tor vorbei. Drew Doughty, gut. Hintenrum, klasse gespielt von Gaborik. Andere Richtung. Jetzt hat ein bisschen Platz, ein bisschen Freiheit, mal da hinten rauszukommen. Schöner Schuss von Karlsson. Einfach mal draufgezimmert, bitte nicht. Und jetzt haben wir hier eine 4-3 auf 2, 2 auf 2 Situation, die relativ ungenutzt bleibt bis dato, die super ungenutzt bleibt. Chance auch noch nie vorbei, Doughty. Ahnungen. Karlsson, Powerplay vorbei. Merkt man daran, dass Leon Dreiseitlöde da ist. Mit der 71, Pass geht rüber auf Barkov, der kann ihn aber nicht verwerten. Breaking Point, das ist der einzigste wirklich schnelle Spieler unseres Gegners. Leon Dreiseitl direkt umgedreht, andere Richtung. Da ist wieder ein Schläger dazwischen. Brown. Brown kommt durch. Crosby, Dreiseitl. Dreiseitl. Chan Chan. Klöpfung, kriegt die Scheibe nicht. Kutschuk. An 1, 2, 3 Leuten vorbei. Brown. Eingeengter von Stamkos und Crosby. Scheibe ist raus. Zuccarello, schöner Move gegen Chatron. Zuccarello Batosak. Zwei, drei jetzt auf dem Eis. Mit Gretzky, Lemieux und Zuccarello. Der war nicht schlecht, Dahlin. Gut gemacht. Nochmal Rasmus Dahlin. Der bleibt da dran. Muss aber jetzt auch wieder hinter. Drew Doughty, Dandronov kriegt da einen mit. Anunen. Risky, wie er die Scheibe freigibt. Oh, Zuccarello. Chaitran kriegt die Füße in den Schläger von Zuccarello. Damit ist die Scheibe wieder weg. Dahlin stark gemacht. Zu Gerardo Norweger, hinten ist ein bisschen fahrlässig. Und vorne nutzt er seinen Speed nicht ganz. Kann er vielleicht auch gar nicht mehr nutzen, weil er ein bisschen angeschlagen ist. Bartosek, Lemieux, dachte ich kurz, dass er mit dem Schlägerfeld reinkommt. Minimal abfälscht. Warte. Der hält gleich zwei Schläge rein, aber einer so schlecht, dass er da richtig weit vorbeigeht. Kamper. Dreiseitl, Crosby. Oh, wollte schön außenrum vorbeigehen. Boom. Martinen, Crosby. Dreiseitl. Und der kontert erstmal wieder. Ja, schießen wir mal Stamkos ab. Wieso nicht? Boah, Fabro. Stamkos kommt nicht an. So. Left von 5 Minuten noch. 6-0 würde locker reichen für die volle Punktzahl. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, die volle Punktzahl. Oh, Gaborik schaufelt den zu sehr. Schaut schon. Stark von Gaborik. Gaborik, schade. Ist dann auf dem Weg zum Hattrick theoretisch. 33 hat er noch Zeit. Für jenen. Das war knapp. Kriegt die Scheibe weg. Gaborik. Schön gespielt von Liney. Gaborik dreht ab. Gaborik kommt zurück. Gaborik schießt Bartosek hat ihn. Jetzt geht's weiter an das Reihe. Sind alle relativ platt. Mal relativ viel laufen, relativ viel kontern heute. Dennoch haben wir hier noch eine Mission zu erfüllen. Und die beinhaltet unseren Torhüter. Gretzky. Ah, das Blatt, das Blatt. Gretzkys Blatt. Stark gemacht von Karlsson. Kriegt die Scheibe aber dennoch nicht.
Hayden Point gegen Ekman Larsson. Ekman Larsson, das ist gut, was er da macht. Aber jetzt müssen sie aufpassen, weil die sind müde. Stark von Gretzky gegen Point. Und jetzt gibt's Powerplay nochmal. Hayden Point an und dann hält fest. So, und jetzt müssen wir es aber einfach machen. Auszeit nehmen. Wie gesagt, unsere waren jetzt so platt, dass gar nicht anders ging. Barkov, Gaborik, Larsson, Dahlin. Und Larsson hat die Scheibe. Gaborik. Oh. Unnachlässlich der Slowake. Drei Tore kriegt er trotzdem nicht hin. Letzter Schussversuch. Dahlin. Spiel aus. Shoutout für Justus Anunen. Seit langem mal wieder zu Null. Starke Leistung. Oh, top hinter dem Tor. Wirklich alle knappen Sachen rausgefischt. Und wenn was Knappes da war, hat er sie weggefischt. Aber ansonsten solide Leistung von unserem Goalie. Und das muss man ihm schon mal anmerken. Ist nicht so, dass man das einfach mal aus dem Ärmel schüttelt, die Leistung. Hat da ein paar Sachen, die definitiv hätten gefährlicher werden können, wenn noch jemand anders hingekommen wäre, ja. Aber am Ende klärt er alle Schüsse, so wie er sie braucht. Passt. 6-0, glaube ich, sagt alles. 4-0 im ersten, 2-0 im zweiten, 0-0 im letzten Drittel. Bin zufrieden. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.